Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Mein heutiger Gast, der hat geschafft, wovon viele träumen, ist durch das Internet populär geworden. Herzlich willkommen, Tedros Teklebran. Danke. Schön, dass Sie da sind. Über 15 Millionen Mal wurde ein Video mit ihm geklickt, wo er den deutschen Integrationswahn ein wenig verhohnepiepelt. Als junger Schauspieler und Komiker hat er es damit in die Herzen aller jungen oder älteren Menschen geschafft, unter anderem in Mainz. Jetzt hat er eine eigene Fernsehsendung und füllt mit seiner Comedy-Show schon Hallen. Mit Tedros Teklebran spreche ich über Klicks, Klischees und Komik, über das Leben in Deutschland mit diesen Themen. Berühmt per Mausklick. Im Internet tummeln sich Millionen Talente, die darauf hoffen, von der Netzgemeinde entdeckt zu werden. So wie Tedros Teklebran. Berüchtigt für Mentalität. Schwaben gelten als fleißig, sauber, sparsam. Damit ecken sie bei den Berlinern an. Was ist dran am Klischee, fragen wir unseren schwäbischen Gast. Und begabt für Komik. In der TV-Sendung Teddys Show spielt Tedros Teklebran sein Talent voll aus und bringt Deutschland damit zum Lachen. Das alles und noch viel mehr heute bei Typisch Deutsch. Ja, und heute bei Typisch Deutsch Tedros Teklebran, genannt Teddy in Fachkreisen. Mhm. Soll ich du oder sie sagen? Sie. Sie. Sag du. Als, 28, als fast 29-Jähriger ist das immer so ein bisschen unklar. Und wir im Showgeschäft. Ja, sag du. Du, Jochen. Worüber kannst du dich so richtig wegschmeißen vor Lachen? Was war das letzte Mal, dass du dich ausgeschüttet hast? Wenn Leute offensichtlich lügen. Also mal so eine Tagesschau gucken. So Nachrichten. Ja, genau. Okay. Also wenn jemand scheinheilig ist. Wenn sie schlecht lügen. Genau. Mhm. Gibt es so einen Lieblingslügner? Ich überlege gerade. Amerikanische Politiker, Showgrößen. Nee, ich habe jetzt kein direktes Beispiel. Und funktioniert das bei allen? Also ist das Teil deines Konzeptes? Offensichtlich lügen? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich finde nur diese ehrlichen Momente, wo man den Menschen durchschimmern sieht, das finde ich immer spannend. Weil wir kommen nachher noch zu einem Video, wir müssen ja ein bisschen Spannung erzeugen, wo du ja genau das machst. Du kommst als ein amerikanischer Schauspieler verkleidet nach Deutschland und findest alles total toll, obwohl alles ganz, ganz fürchterlich ist. Ja. Du bist ja mit diesem einen YouTube-Video bekannt geworden. Es gibt ja häufiger mal diese One-Hit-Wonder, die nur eben dieses eine Ding haben. Ist das so eine Panik, auch schnell wieder weg zu sein? Ja, ich habe keine Angst davor, um ehrlich zu sein. Weil ich immer wenn es nicht so gut lief, war ich am kreativsten. Und habe immer Gas gegeben. Deswegen, ich habe jetzt zehn Jahre lang eine Schauspielausbildung gemacht und das alles. Ich glaube nicht, dass es nur ein One-Hit-Wonder wird. Da bin ich zu arrogant für. Zu gut. Hör auf. Und wir müssen noch mal auf das YouTube-Video zu sprechen kommen. Wir haben einen kurzen Ausschnitt gesehen. Also so eine klassische Straßenumfrage. Kommt einer mit dem Mikro, denkt, naja, der sieht jetzt nicht aus wie ein Schwabe. Fragen wir den mal, wer Bundeskanzler ist. Und Teddy antwortet, Angelo Merte. Und ich habe mit meinem Sohn, der gerade 18 geworden ist, wir haben uns wirklich lange darüber unterhalten, ist das jetzt echt oder nicht? Und ich habe gesagt, klar ist das echt. Die haben doch keine Ahnung, diese Einwanderer. Mein Sohn sagt, Quatsch, das sind Schauspieler. Mhm. Wie waren die Reaktionen auf dieses Video? Genau so. Super viele und bis jetzt noch. Die glauben immer noch. Ja. Und wundern sich, wenn ich dann nicht so rede wie diese Figur. Ist echt krass. Super viele haben es geglaubt. Ich habe gar nicht damit gerechnet, weil ich fand auch, dieses Video war das Schwächste im Vergleich zu den anderen, was Comedy betrifft. Echt? Ehrlich ist mein Gefühl, ich wollte das schneiden, diese Längen, also rein rhythmische. Ah. Da gab es ja schon. Und ich hab, aber die machen es gerade so authentisch. Ja, genau, ja. Das habe ich danach erst verstanden. Ich glaube ja, das hat für Einwanderungspolitik, für Verständnis von Deutschen, für Einwanderer viel mehr getan als tausende von Plakataktionen der Bundesregierung. Glaubst du? Ja, weil man hinterfragt einfach seine Vorurteile, seine Stereotypen. Mir war das natürlich todpeinlich, das war ein Schauspieler. Okay, nein, ich habe keine Vorurteile. Ja, ja. Also es hat was Hochpädagogisches, obwohl es Comedy ist. Mhm. War das so angelegt? Überhaupt nicht. Ihr wolltet einfach nur ein bisschen Jux machen. Ja, vor allem, also es ist so, na klar, also ich habe oft oder ein paar Mal erfahren, dass irgendwie Leute Vorurteile haben. Irgendwie. Und dann habe ich gedacht, okay, das mal. Und ich fand es auch immer lustig, das, was die dann über mich gesagt haben, gedacht haben. Und für mich, diese Art von Humor, dieses auch alle waren ja empört, dass ich Hitler
gesagt habe. Und haben gesagt, oh Gott, das kann aber nicht sein. Ja. Für mich ist diese Art sowieso, Humor ist total wichtig. Und es gibt irgendwie, ich weiß noch nicht, ob es Grenzen gibt. Es gibt, glaube ich, Grenzen. Aber das da war überhaupt nichts. Das war voll normal für mich. Und dann habe ich total gewundert, dass die Leute so drauf reagiert haben. Und so, oh Gott, und so. Wer ist denn dieser Antoine, diese Figur? Wie muss man sich den vorstellen? Der sagt zum Beispiel auch, ich habe meine Frau schon seit 2 Monaten nicht mehr geschlagen. Ja, das ist doch ein Integrationserfolg. Mhm. Also was ist das für ein Typ? Gibt es den wirklich? Hast du den irgendwo abgeguckt? Ja, es gibt natürlich, es gibt so Menschen. Es gibt wirklich so Menschen, die ihre Frau schlagen. Aber das ist glaube ich, unabhängig davon, woher man kommt. Völlig klar. Ich habe aber bewusst damit gespielt, sagen, weil niemand, wer würde vor der Kamera sagen, ich schlage meine Frau seit 2 Monaten nicht mehr und ich habe viele Menschen gesehen, getroffen, die so ticken und ich weiß auch, dass viele Menschen so denken, wenn sie mich sehen, sagen, aha, geht das der Cloud, Vorsicht, Geldbeutel weg. Weißt du, was ich meine? Ja, schon klar. So ein bisschen. Ja. Deswegen, damit habe ich gespielt. Aber es ist so verschiedene Begegnungen in meinem Leben und super viel auch von mir. In jeder Rolle. Super viel von mir einfach. Wir müssen mal auf dieses Leben kommen. Es gab diesen Schlüsselmoment mit der Tante in Kanada. Und vorher war Teddy ein klassisches, schwer erziehbares Kind. Na, ich war nicht. Oder? Was waren da so die schwarzen Momente? Oder die schwarzen, es waren immer schwarze Momente. Haha, okay. Aber gibt es irgendwas, wofür du dich so im Nachhinein schämst und sagst, oh, da war ich vielleicht doch ein bisschen... Ich weiß nicht, also wenn die Dinge nicht so gelaufen wären, wie sie gelaufen sind, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Deswegen, manche Dinge hätten nicht sein müssen, aber ich war nie böse. Ich war nur so ein... Ich war nie böse zu Menschen. Ein Jahr heim. Das habe ich selber entschieden. Echt wahr? Das habe ich selber entschieden. Und ich habe das damals nur gemacht, damit... Wir saßen damals am Tisch mit dem Jugendamt, meine Mutter... Jugendamt, das ist immer, also das ist, wenn du mit einer alleinerziehenden Mutter aufwächst, dann ist es normal, dass du Kontakt hast mit dem Jugendamt. Die kommen immer mal gucken. Das ist genau, und gucken einfach. Ja, und grad, wenn die, das ist so, viele haben sich erschrocken, aber es war ganz normal, beim Jugendamt war ich per Du mit allen. Ja. Und damals saß ich an dem Tisch und ich wusste, dass die Schule, ich war nicht so gut in der Schule und so. Und ich habe damals gesagt, ich gehe ins Heim, nur damit meine Mutter und die alle sagen, boah, der ist stolz, wir sind stolz auf dich, du machst das selber, du entscheidest das selber. Und habe, während ich es gesagt habe, gedacht, fuck. Und hast du diese klassische Jugend erlebt, so ausgegrenzt sein, diskriminiert werden? Nein. Ich hab ein gutes Leben gehabt und bis jetzt noch. Und ich habe immer, man trifft immer auf Menschen, die komisch auf einen reagieren. Aber ich hatte nie eine Kindheit, wo ich verprügelt wurde, ich hatte Begegnungen mit Menschen, die keinen Bock hatten auf mich. Das ist aber normal, kannst du ja... Passiert im Fernsehen zu Hause los. Ja, siehst du? Nee, aber ich hatte ein gutes Leben. Ich war nur, es ist ein bisschen dramatisiert, ich war einfach nur so ein Junge, der mit in der Pubertät dann ein bisschen gestresst hat. Und dann, also das war nichts anderes. Und dann kam dieser Kanada-Moment. Ja. Eine Tante in Kanada hat gesagt, schick den Jungen noch mal her. Ich habe dasselbe. Ach, auch wieder selber. Ja, ich war auf der Hauptschule und habe zu meiner Mutter gesagt, hey Mama, ich habe die ganzen... Freunde auch von mir gesehen, die auf dem Gymnasium waren und die haben immer nach dem Abitur sind die ein Jahr in die Staaten gegangen. Und ich habe damals gedacht, ey, fuck, ich möchte das auch, aber wir können uns das gar nicht leisten. Wie soll ich das machen? Das war immer so, ich habe immer geträumt davon. Und irgendwann habe ich gedacht, ey, warte mal, ich habe doch eine Tante in Kanada. Und dann habe ich gesagt, okay, Mama, ich gehe jetzt mal. Ich gehe einfach für ein Jahr. Und weil ich damals eben eine Ausbildung angefangen habe, abgebrochen. Und so, ich wusste nicht genau, was ich machen will. Ich wusste, ich hatte Bock auf die Bühne und ich bin immer mal wieder aufgetreten und so. Aber, und was ist dann da in Kanada passiert? Ich bin mit 3 Brüdern groß geworden. Ich habe 2 ältere Brüder noch, meine Mutter alleinerziehend. Und meine Mutter ist eine total starke Frau. Und die hat immer nur für uns. Immer nur für uns, bis jetzt auch noch. Und ich habe aber nie gewusst, warum. Sie hat nie irgendwie, sie ist keine, der sich beschwert oder so. Sie nimmt das Leben so, wie es ist und kämpft halt. Also eher leiser Typ. Ja, und total selbstlos und sagt, hey, so ist es, gib mir Brot und Wasser, mir geht's gut. Das hat meine Mutter immer gesagt, wir haben immer gestresst, ich möchte kein Brot und kein Wasser, ich möchte einen Döner und Fanta. Klar. Also, aber total verwöhnte Kinder. Und später, irgendwann mal, als ich nach Kanada gegangen bin, hat mir meine Tante erzählt, was meine Mutter alles durchgemacht hat. Woher sie kommt, wie sie aufgewachsen ist, in Eritrea hergeflüchtet,
Krieg und so. Und dann ist mir das so bewusst geworden. Viel gearbeitet. Viel gearbeitet, nur gearbeitet für uns. Ja. Und dann ist mir das so bewusst geworden, auch dass, als ich im Heim war und meine Brüder und so, wie das gewesen sein muss für sie. Und da war dieser Moment, wo ich gesagt habe, was habe ich eigentlich an meiner Seite? Ich habe so eine wundervolle Mutter. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, ich mache was aus meinem Leben. Also ihre Tante hat sie mal so ein bisschen... Meine Tante hat mir das nur erzählt. Nee, die hat mir das nur erzählt. Ja. Die hat mir das einfach so erzählt. Und ist das einfach so... Sie hat nicht irgendwie... Sie hat nicht geschumpft oder so. Ich war ja schon auf einem... Ich war ja schon auf einem guten Weg. Ja. Ich bin nach Kanada und wollte... Und meine Mutter hat mich auch immer oder uns auch immer unterstützt. Und das war dann nur so ein... Ach Gott, und da habe ich mich geschämt. Da habe ich gedacht, oh Gott, wie habe ich meine Mutter, warum habe ich ihr das angetan? Und was sagt Ihre Mutter jetzt? Sie stehen auf der Bühne vor 1000, 2000 Leuten. Mutti ist stolz? Oder sagt sie, hätte der Junge einen anständigen Beruf gelernt? Nee, das hat sie noch nie. Sie war immer, zum Daimler. genau, geht zum Daimler, Schaffer. Nee, überhaupt nicht. Sie hat immer gesagt, macht, also wenn ihr glücklich seid, egal was, macht das. Und jetzt, wenn sie, auch jetzt am Wochenende, da ist sie stolz und sagt dann zu meinem großen Bruder, gib mal einen Schluck Wasser, mein Herz schlägt. Und wir schauen uns jetzt mal an, warum Muttis Herz so doll schlägt. Wir schauen uns an, was Tedros Teklebrand auf der Bühne und im Fernsehen so alles veranstaltet. Daddy Show, Daddy Show, it's a Daddy Show, it's a Daddy Show, it's a Daddy Show, yeah, it's a Daddy Show, it's a Daddy Show, yeah. Yes, we know. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Daddy Show hier bei... Nein, hör auf, nicht spielen, nicht Musik. Nicht Musik. Nicht Musik. I'm gonna send you back home to your country, I'm telling you. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Das ist, ich wollte eigentlich eine rein deutsche Band mit Glatze, Bomberjacke, Springerstiefel und Tanga, die hier einfach meine Songs spielt, dann auf Soul. Und stattdessen habe ich das da, zwei Chilenen und einen Schweden. Aus Norwegen. It was a joke. Aus Norwegen. Aha, it was a joke. You give me a beat, gib eine Sekunde. I'm gonna make a joke and you give me a beat after the punchline. Punchline beat. Let's try it out. 2 Monate in Deutschland ist schon eine eigene Show. Right, no, after the haha. Perfect, exactly. Yeah. Perfect, almost. Perfect. No. Thank you. Zwei Monate in Deutschland und schon eine eigene Show. Guter Satz. Für unsere jungen Zuschauer, jetzt mal eine kleine Karriereberatung. Wir hatten also ein erfolgreiches YouTube-Video. Und wie kommt man dann ins Fernsehen? Vor dem Video. Also ich war ein Jahr beim Musical und nach dem Musical habe ich gesagt, okay. In Köln, bei Hairspray. Hairspray. Genau. Und dann habe ich gesagt, okay. Und ich wollte mich unbedingt beweisen. Ich wollte zeigen, dass ich auch Comedy machen kann. Und ich wusste aber nicht, zu welchem Cast ich gehe. Habe meine Agentin mal gefragt gehabt. Ich wusste nicht genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte eine eigene Show haben. Dann habe ich Geld in die Hand genommen, habe mein Demoband gemacht und bin mit diesem Demoband zu einer Produktionsfirma. Und habe gesagt, hey Leute, ich möchte eine eigene Show. Dann habe ich denen ein Konzept gegeben. Mhm. Und dann haben die gesagt, wir haben Bock drauf. Ach was? Ja. Echt? Wirklich so? Ja, das war, die haben direkt angebissen. Okay. Wir haben Bock da drauf. Das war letztes Jahr 2011, 2010 war das. Und danach, und ich habe gesagt, okay, jetzt, bis das alles läuft, mache ich weiter. Und ich wollte dieses Demoband, ich habe das Geld ausgegeben, ich muss das hochladen. Ja. Auf YouTube. Ich kannte mich aber gar nicht so aus. Mhm. Hab das hochgeladen, nach 3 Monaten waren es so 5000 Klicks. Ja. Und habe aber dann weiter mit... Was nicht so doll ist. Nicht so gut. Ja. Und habe dann noch hab eine Maskenbildnerin von Hairspray gefragt, ob sie mitmacht, noch einen anderen Freund Kamera. Und habe gesagt, komm, machen wir weiter, einfach Freestyle draußen. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann im Mai habe ich das hochgeladen. Und das war? Der Integrationstest. Ja. Und das war parallel dann, die Teddy-Show wurde produziert im Fernsehen. Aber die Show wurde schon davor geplant. Das war das mit dem Integrationstest. Das kam aus dem Vorteil. Das war krass. Das, wir waren total geflasht. Das klingt jetzt wie so eine Mischung aus auf der einen Seite sehr diszipliniert. Ich schreibe schon mal ein Konzept und ich mache schon mal Filme. Und auf der anderen Seite auch so ein bisschen chaotisch. Mal hier probieren, mal da probieren. Ich hab davor eine Schauspielausbildung gemacht und ich habe die letzten 10 Jahre nur gearbeitet. Und nur mein Ziel vor Augen gehabt. So, ich wollte Schauspieler werden und ich wollte das von ganzem Herzen und habe nur darauf hingearbeitet.
Und als ich gesagt habe, ich möchte eine eigene Show und habe dann dieses Demoband gemacht und so. Und diese zwei Zeit zwischen Demoband und Integrationstest, die waren so die erste Zeit, wo ich Geduld haben musste. Ich musste einfach nur warten. Wusstest du, dass es passiert? Diese Integrationstest? Nein, wusstest du, dass das irgendwann Erfolg haben würde? Das, was ich mache? Ja. Ich habe dran geglaubt. Also du hast dieses Tattoo, ne? Hoffnung, ja. Irgendwo hier am Unterarm, ja, glaube genau. ich. Also ist das was dich so auf jeden Fall. Immer trägt? Ja, Hoffnung und dran glauben. Ich habe keine Angst, zu scheitern oder Dinge nicht auszuprobieren. Also ich habe das schon immer gemacht. Ich bin einfach auf die Bühne, habe ausprobiert und ich hatte keine Angst davor, wenn es nicht funktioniert. Ich war auch oft auf der Bühne und die Leute haben nicht gelacht. Und diese Momente fand ich im Nachhinein so lustig. Dieses, du stehst da. Ja, da brauchst du aber schon Selbstbewusstsein. Nee, brauchst du nicht. Und die Leute pfeifen oder gähnen oder mit Tomaten werfen. Ja, natürlich. Aber du musst, also ich habe mich auch bewusst manchmal auf die Bühne gestellt und geguckt, wie weit komme ich mit meiner Improvisationskunst? Wie weit kann ich mich retten? Puh. Ja, aber zum Training, das ist ein gutes Training. Ja, keine Frage. Das ist echt ein gutes Training. Aber es braucht schon eine innere Stärke. Ja, oder? Aber ich habe früher auch schon als Junge, irgendwie mit 16, 17, habe ich schon draußen einfach Momente als Bühne vor Leuten, so einfach als zur Bühne gemacht und habe vor Leuten ausprobiert. Und ich mache das schon mein ganzes Leben lang. Deswegen dieses Leute zum Lachen bringen und Leute lachen sehen, das ist einfach, da geht mir mein Herz auf. Das ist jetzt viel die Improvisationsrichtung, aber bist du auch so ein konzeptioneller Arbeiter? Also arbeitest du diese Figuren richtig so als Charaktere aus oder ist das spontan? Nee, das ist auch spontan. Ich bin also so ein bisschen, dieses strukturelle Arbeiten fehlt mir so ein bisschen. Mhm. Da habe ich Gott sei Dank ein super Team auf der Bühne und im Fernsehen. Also schreiben auch Leute für dich? Mit, genau. Also zusammen. Mit dir zusammen? Genau, ja. Für die Fernsehshow. Klar. Genau. Und für die Bühnenshow habe ich mit einem Autor zusammen. Sehr gut, ich muss kurz Werbung. Darf ich Werbung? Unbedingt. Kriegen? Joy Chun. Top Autor. Mit ihm zusammen. Joy Chun. Das klingt Korea. Jetzt auch nicht so rheinländisch. Ach, Korea. Ja. Korea und Eritrea erobern deutsche Bühnen. Nicht schlecht, wir haben immer dran geglaubt. Und wie funktioniert das? Ja. Merkt man da kulturelle Unterschiede oder seid ihr beide schwäbisch? Nee, er kommt aus Mannheim. Er kommt aus Mannheim. Ist ja fast noch schlimmer als Schwaben, oder? Nee, aber wir haben denselben Humor. Ja. Wir lachen über dieselben Sachen und so. Und deswegen, es hat direkt funktioniert. Wir konnten uns die Bälle so zuwerfen und haben dann geschrieben in einem Keller. Und dann kam noch die Band dazu, ein Choreograf und eine Maskenbildnerin, die ich auch im Internet. Und Adrian Draschow, der die Kamera macht. Es klingt total spannend. Also klingt wirklich wie so eine Kumpelnummer. Ja. Man versteht sich und es läuft. Und auf einmal steht man in einer Porsche Arena vor 4000 Zuschauern. Und die Millionen werden mit der Schubkarre reingefahren. Champagner fließt, Groupies, Drogen. Nutten. Toll. Großartig. Und schon zerbricht die Freundschaft, weil auf einmal das große Geld. Ich habe direkt danach die Freundschaft gekündigt zu allen. Meine Familie, Kontakt abgebrochen. Und jetzt bin ich hier. Nein, aber ist das so, dass der Erfolg auf einmal so eine Freundschaft belastet? Überhaupt. Also sag ich dir ganz ehrlich, es hat nichts an allem. Das Einzige, was sich verändert hat, ist das, dass die Menschen mich auf der Straße erkennen. Das ist das Einzige. Schön oder? Schön, die freuen sich. Die kommen nervt nicht. Kurz, nee, ich freue mich drauf. Wenn Leute dich lachend ansprechen, freust du dich ja auch. Deswegen, noch. Ja, es gibt Fälle, ne? Ich sag mal Justin Bieber, ja, der hat auch im Internet angefangen, Tedros Teklebran, ist gerade im Begriff, ja, Deutschlands nächster Justin Bieber zu werden. Alle träumen von der Karriere über eben Videoplattformen wie YouTube und jede Erfolgsstory beflügelt eben diese Hoffnung auf den schnellen Ruhm. Lustige Videos gibt es im Netz massenhaft. Und manchmal werden die Protagonisten sogar richtig berühmt. Wie zum Beispiel dieser DJ. Als DJ der guten Laune bekam er nach einem Hochzeitsauftritt Klicks im Millionenbereich. Christian Horsters aus Köln ist eigentlich Bürokaufmann mit einer Leidenschaft. Das ist Musik. Das ist Musik. Also Musik und Begegnung, das sind eigentlich die beiden Sachen, die mich total in Stimmung bringen. Ich kann also echt bedröppelt durch die Gegend gehen und dann kommt das richtige Lied im Radio oder von meinem iPod oder ich begegne jemand und da entwickelt sich so eine nette Dynamik, dann ist die Welt für mich in Ordnung, ja. Der Rummel um seine Person hat sich für ihn ausgezahlt. Mittlerweile hat der DJ der guten Laune eine eigene CD herausgebracht und einen Werbeauftrag bei einem großen Baumarkt bekommen. Seine fröhliche Hemmungslosigkeit verkauft sich gut. Ich renne
2006 wurde das ein Hit. Warum, kann wohl niemand so richtig erklären. Grob Teckan, drei Jugendliche aus Rheinland-Pfalz mit ihrem Song »Wo bist du, mein Sonnenlicht?« Ein Zufallstreffer, wie vieles, das sich viral verbreitet. Die meisten sind wirklich so Eintagsfliegen, also One-Hit-Wonders. Die haben einen diesen tollen Clip und das war's dann. Mit Ausnahme so Leute wie zum Beispiel Justin Bieber, da bleibt das so. Also die schaffen dann den Sprung. Auch der Teenie-Star hat mal ganz klein angefangen mit selbstgedrehten Videos auf YouTube. Fast jedes Video wurde mehr als 10 Millionen Mal angeklickt. Dann wurde ein Produzent auf den kleinen Kanadier aufmerksam und nahm den Jungen unter Vertrag. Es ist so ähnlich wie bei guten Kinofilmen, guter Musik. Wenn es gut ist, wenn es lustig ist, wenn es berührend ist, wenn es einen anregt, wenn es uns emotional berührt, dann wird es auch ein Hype. Also auch im Internet setzt sich die Qualität durch. Rund 20 Millionen YouTube-Nutzer gibt es schätzungsweise allein in Deutschland. Weltweit verzeichnet der Kanal rund 4 Milliarden Zugriffe pro Tag. So viel Material und so viel Hoffnung auf den großen Hit. Tja, wie heißt es so schön? Fernsehen ist nur schlechtes YouTube. Wie ist das in deinem Leben? Also wie viel YouTube guckst du und wie viel Fernsehen? Richtiges Fernsehen? Ja, Fernsehen schaue ich ganz wenig. Und YouTube schaue ich mir Konzerte an. Und schon jeden Tag, oder? Das ist ein tägliches Medium. Nicht mehr. Gerade ich hatte die letzten Monate, also YouTube auf jeden Fall mehr als Fernsehen. Ja. Das auf jeden Fall. Und aber ich hatte die letzten Monate wenig Zeit, weil wir gerade die Fernsehshow und dieses Bühnenprogramm gemacht haben. Aber sonst habe ich nichts Geileres. Mit Freunden zusammen, Wein trinken und du schaust dir Videos an und so. Ja, ja, total. Oder halt einfach nur Musik. Du kannst ja alles machen auf YouTube. Das ist eine interessante Frage. Viele Künstler sagen, Mann, diese Videoportale, die klauen ja eigentlich nur, wie zum Beispiel Antoine oder andere Leute, die da freiwillig was reinstellen und damit machen die dann Werbegeld. Mhm. Einer wie Teddy sagt, ich bin froh, dass es so eine Bühne gibt, sonst würde mich überhaupt keiner kennen. Also ich habe überhaupt nichts, also im Gegenteil, das ist die größte Bühne, die es überhaupt gibt momentan. Und jeder kann sich draufstellen. Und jeder bekommt die Chance. So. Aber verdienst du Geld damit? Du bekommst Geld da dafür. Nur ich hätte, also ich in meinem Internet, also das Ding ist, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus mit Internet und so. Meine Freundin ist immer genervt, wenn die mir irgendwas erklären muss. Aber auf YouTube, ich habe bei diesem einen Video, dieser Integrationstest, habe ich die ganze Zeit nicht dieses Häkchen gemacht zum Geld verdienen. Da muss man ein Häkchen machen. Du musst das ankreuzen. Und ich habe die erste, deswegen war auch bis zu 12 Millionen Klicks, war ja gar keine Werbung drauf. Das hat mich aber gar nicht gejuckt, weil meine Absicht niemals war, Geld zu verdienen. Das heißt, du hast wie viel Geld verschenkt? Jemand sagte mir nach 4 Millionen Klicks oder so, nach 5, sagte mir, du hättest da damit 70.000 verdienen können. Nein. Sagte mir, 5 Millionen Klicks? Ja. Das heißt, mit 12 Millionen, was doch mit dir? So, genau, irgendwie, das sagte egal. Mir. Egal. Ich sag dir ganz ehrlich jetzt wirklich, ich glaube dran, deswegen, ich glaube dran, dass ich, ich wollte immer auf die Bühne und ich wollte eine Fernsehshow. Dass das so passiert ist über YouTube, freut mich total. Ja. Aber das war nie mein Ziel. Aber du bist jetzt nicht der Typ, der sagt, ach du Scheiße, das schöne Geld, jetzt ist es weg. Ich glaube, wenn du so denkst als Kreativer, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, das beißt sich manchmal. Ich möchte gut leben, mein Ziel war es nie, stinkereich zu werden. Ich glaube, wenn du gut bist in dem, was du machst, kommt das von alleine. Und wenn du es liebst und wenn du, aber so verbissen, ich glaube, das spürt man auch. Ob das jemand ernst meint oder nicht? Ja, und ob jemand Bock hat auf die Kohle oder auf das, was er da macht. Ich glaube dann, dass das von alleine kommt. Was hast du dir von deinem ersten Geld so geleistet? Von dem ersten Hairspray? Also die erste richtiges Geld im Haus war? Was war so der erste Traum, den du dir erfüllt hast? Ja, ich habe so ein bisschen. Also bei Hairspray war der erste Gehalt. So nach, ja. Da habe ich mir ein Motorrad gekauft. Ich habe einen Motorradführerschein gemacht. Ich wollte seit Jahren schon, habe den dann vor 2 Jahren gemacht. Das ist eine lebensverkürzende Maßnahme, nicht? Motorradfahren ist eine gefährliche Geschichte. Voll, ja. Bist du so auch dann einer, der mal gerne... Ich habe so einen Cruiser. Ach so, ganz entspannt. Ich bin überhaupt kein Heizer. Ich fahre so im Bergischen, in Köln ein bisschen. Ja. Halt irgendwo an, pose ein bisschen, trink Kaffee. Ich bin nur einer von dem, also ich bin einer, der da neben dem Motorrad steht. Also und wie einfach so ein nur, älterer Harley-Opa. Ja, genau. Ich bin keiner, der irgendwie so Gas gibt. Das habe ich gemacht. Ich habe einen Führerschein. Und ein Jahr lang gut gelebt und danach wieder. Wieder Arbeit. Arbeitslos. Und dann habe ich halt dieses Konzept und für die Show gemacht und so. Aber
Aber wirklich, es muss, die Kasse muss leer sein, dann wird Teddy kreativ. Nee, auch jetzt. Also ich war immer. Das ist ein bisschen wenig Schwabe, oder? Der richtige Schwabe würde ja den Geldhaufen immer größer machen. Ja, ich habe also meine Arbeitseinstellung und ich glaube, wie ich arbeite, dieses einfach Gas geben, das habe ich von den Schwaben. Und dieses das Geld nicht anhäufen zu müssen, habe ich aus, von, ich würde nicht sagen von den Eritreern, aber ich von meiner Familie und von dem, dass Eritreer eigentlich bescheidene Menschen sind. So, wir sind zusammen, wir essen zusammen, lachen zusammen und sind glücklich und wir brauchen nicht Champagne. Mhm. Erst jetzt Champagner. Ja, völlig klar, ja, da stehen wir morgens auch. Ja, hier ja. Im Showgeschäft. Ja, wir Berliner sind schon die Pest, ne? Also kaum kommen die Schwaben und machen hier mal ein bisschen sauber, schon finden wir das nicht. Stimmen diese Vorurteile? Ich weiß nicht genau, was hier in Berlin los ist mit den Schwaben in Berlin, aber die Schwaben sind sehr, sehr genau. Das ist erstmal nicht schlimm. Das finde ich auch nicht schlimm. Also, das mit der Kehrwoche stimmt auch. Das, und ich glaube, wenn Schwaben dann, und ich nehme die Berliner, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die sehr entspannt war und sehr bescheiden und auch sehr bodenständige, stimmt das? Sind die so? Ja, sie wollen das aber auch für sich behalten. Ja, also der Schwabe macht ihnen Angst, weil der ist halt so perfekt. Und genau das Gegenteil von, also nicht Berlin, das Gegenteil, also anders, einfach anders. Genau. Anders, ja. So. Also ich fand's krass jetzt auch mit den Autos. Ich find's, naja gut, das waren jetzt keine Schwabenhasser, das war einfach im Wesentlichen ein Verrückter, der damit einfach auch mal seiner schlechten Laune Ausdruck verleihen wollte. Das sind immer Verrückte, die sowas machen. Relativ teurer Sport. So, aber es gab tatsächlich diese Aufkleber, so Schwaben raus aus Berlin. Ihr ich finde das ein bisschen, also ich finde es ein bisschen, ja, ich finde es traurig. Also entweder, ich verstehe die Berliner, wenn die Schwaben kommen und die Mietpreise, das habe ich oft jetzt gehört. Das ist der Klassiker, ja, ne? Der Zahnarzt aus Stuttgart kauft eine Wohnung in Berlin für sein Töchterchen, das dann hier studiert. Ja. Und die arme Berliner Oma muss ausziehen, weil sie sich das nicht mehr leisten kann. Ich verstehe das. Solche Fälle gibt es. Ja. Ja. Ich verstehe das auf jeden Fall. Sind aber nicht nur Schwaben. Das sind auch alle. Also ich bin sowieso für den. Da hört sich jetzt Billo an, aber es ist einfach so für Miteinander, dass jeder probiert einfach, sowohl die Schwaben als auch die Berliner, dass wir, hey. Natürlich. Lass uns zusammen probieren. Wo wir gerade über Wurzeln reden, spielt Eritrea für dich noch eine Rolle? Auf jeden Fall, ja. Also bist du da manchmal? Nee. Gar nicht. Okay, ich merke, also wäre ich der Herzensbindung. Nee, ich bin, also dadurch, meine Mutter hat nur Eritreisch mit uns gesprochen und es gibt regelmäßig Eritreischen Kaffee. Und, Der besonders gut der ist. Der ist richtig lecker. Der äthiopische ist noch besser. Ist derselbe. Ne? Okay. Aber, okay. Ist derselbe eigentlich, ja. Sag, und also nie in Eritrea? Hast du da noch Familie? Ich war 96 einmal. Ja? Ja, da war ich 13. Es war super schön. Ich hatte eigentlich vor, letztes Jahr wollte ich gehen. Und dann kam alles so, wie es kam. Und dann hatte ich keine Zeit mehr. Aber ich probiere dieses Jahr auf jeden Fall. Nimmt Eritrea das wahr, dass der Teddy, einer von Ihnen, jetzt hier in Deutschland auf der Bühne steht? Oder spielt das keine Rolle? Ich glaube schon. Ja? Ich glaube, ja. Also wir sind, ich glaube, man, ja, wir bekommen schon mit, wenn irgendjemand in einem anderen Land irgendwie was, wenn da was passiert. Wie groß ist die eritreische Community in Deutschland? Gibt's viele? Ja, auf jeden Fall. Im Süden Deutschlands vor allem. Ja, es gibt sehr viele. Hier in Berlin habe ich noch nie einen getroffen. Einen habe ich getroffen. Er kommt aber auch aus dem Süden, glaube ich. Wir schauen uns aus der Teddy-Show nochmal einen Ausschnitt an. Mein persönlicher Favorit, ein Superstar, was man in Deutschland nämlich schätzt, Stars, wenn sie aus den USA kommen. Lohan Cohen ist eine der weiteren Figuren aus Teddys bunter Welt. Hi, everybody. Ihr erstes Mal, dass Sie jetzt auf deutschem Boden stehen in Ihrem Leben? I was in Vienna once and in Prague. Oh. No, never. Never. Ist es was Besonderes, in Deutschland zu sein, oder ist Deutschland nur Europa? Oh, it's just really ugly for some places. I really, no. It's just, oh man, it's just beautiful. Hi, everybody. It's Lohan Cohen. I came from America. To see you, because I love you. I learned Germany. I can say Bratwurst. Ganz schön sind die Rheinauen. Da findet ein ganz toller großer Flohmarkt statt. It's a big market where they sell used stuff. Used. Yes. Used secondhand. Are you really poor here, right? Give her some money, Rob.
Let me give her some money. Hi, ladies. I'm gonna take every clothes off and throw you against the wall, yeah. You're gonna like it, yeah, ladies. Mal ganz krass, stehen die deutschen Frauen auf sowas? Ja, hundertprozentig. Ja. Alles zusammenfassen, das tut es dir ja. Das Paket muss stimmen, wollt? Ja, ich hole mir gerade ein Autogramm. Ich kenne den guten Mann zwar nicht, kommt aus Amerika, ist aber anscheinend in Amerika sehr berühmt. Thank you very much for watching me, for watching this interview. I can't wait to see you. Have a nice day and a lot of love. Aber die Nummer ist so einfach. Ja? Man nimmt sich ein Kamerateam, ein paar Bodyguards und rennt durch irgendeine Fußgängerzone und jeder glaubt, da kommt mindestens Brad Pitt. Auf jeden Fall. Man das denkt immer, krass. Hey Leute, fragt doch mal nach. Also eigentlich denkt man auch, inzwischen müsste jeder Deutsche einmal in irgendeiner Straßenumfrage schon dabei gewesen sein. Eigentlich schon, ja. So. Aber was passiert da? Ja, ich weiß auch nicht. Ich ist das die Kamera? Oder? Die Kamera und ich glaube, wenn diese... Der Long Cone ist ja schon überzogen. Aber es gibt ja wirklich so Leute. Und wenn ich... der ich glaub, ist wenn, überhaupt nicht überzogen. Nee, also ich meine... total authentisch. Ich liebe ihn auch. Nee, ich meine aber nur die Sachen, die er manchmal bringt, sind ja schon krass. Aber ich hör dir Privatfernsehmoderatoren an. Die sind genau das Gleiche. Wir waren damals... Wir sind in der Bahn gefahren... Und ich habe, da waren super viele Thailänder. Und ich habe dann über Thailänder in dieser Figur geschumpfen, mehr oder weniger. Yeah. Und, aber weil da Security war und Kamera, die haben alle mit mir mitgelacht. Das war so krass. Und sogar, wir haben zwei Texanerinnen getroffen. Und wir haben die gefragt, ja, und nee, der Redakteur hat gefragt, kennst du ihn? Ja, I think I got him on my laptop. I think I've heard of him. Ja, und so, und haben irgendwas erfunden. Das ist wirklich krass. Also mich hat selber gewundert. Wir sind echt so toll. Warum sind die Leute, egal ob Thailand oder Deutschland, warum sind die Leute so starhörig? Ich weiß nicht, ey. Das weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen. Aber es funktioniert doch. Ich meine, du willst es ja auch. Du willst ja auch einer von denen sein, die erkannt werden. Was macht das mit dir? Also was es mit mir macht, wenn ich auf die Bühne gehe? Nee, wenn du so bekannt bist, wenn die Leute dich beklatschen wollen, Autogramme haben. Ja. Also ich achte immer, ich reflektiere immer und wenn ich nach der Bühne, wenn ich runtergehe und gucke, was mit mir passiert, weil ich auch Schiss davor habe, dass ich dass man wirklich Low Cone wird. Genau. Und ich möchte einfach auf der Bühne Dinge erzählen und Leute zum Lachen bringen. Und das, was drumherum passiert, wenn du ein gutes Team und eine gute Familie und gute Freunde hast, dann juckt es dich eigentlich nicht. Das sag ich dir ganz ehrlich. Das Einzige, was sich verändert ist, das habe ich vorhin schon gesagt, Leute erkennen mich, aber ich bin immer mit denselben Leuten. Und die juckt nicht, ob ich auf die Bühne oder ob ich irgendwo in der Bäckerei arbeite. Das ist denen egal. Was sagt ihre Mutter? Sagt die, Teddy, bleib mal auf dem Boden. Pass jetzt mal hast du mich aber gesiezt. Habe ich? Ja, so geht das schon los mit dem Star-Kult. Ja. Schon geht die. Kann ich ein Autogramm haben? Ja, warte. Nee, aber was sagt meine Mutti? Hat die Angst um dich, dass sie sagt, Junge, bleib auf dem Boden? Stand da. Also, sie sagt immer noch, Teddy, wenn du im Club bist, lass dein Glas nicht einfach stehen. Wer weiß, ob dir irgendjemand da was reinschmeißt. Ach komm. Das hatte ich schon früher gesagt. So K.O.-Tropfen, oder? Ja, hatte ich schon früher. Und jetzt hat sie es letzte Woche nochmal gesagt und jetzt hat es eine andere Bedeutung bekommen, weil sie die Show gesehen hat und die Menschen, wie die darauf reagiert, hat sie noch mehr Angst bekommen, glaube ich. Aber meine Mutter geht auf jeden Fall. Sie ist immer begeistert, aber drumherum, die geht am gelassensten damit um. Echt? Das ist wirklich krass. Also wir wundern, meine Brüder und ich wundern uns auch immer, wie krass, die juckt sie ja gar nicht. Ja. Also sie geht wirklich, obwohl man eigentlich glauben sollte, gerade sie kommt aus Eritrea her, kommt so, aber sie sagt einfach, ich bin sehr, sehr gläubig, ich bin dankbar. Hat schon viel erlebt und wird jetzt belohnt. Genau. Und jetzt erleben sie auch noch richtig viel. Jetzt endlich das Autogramm bitte. Nein, das typisch Deutsch-Spiel, ganz wichtig, zwei Antwortmöglichkeiten und für eine musst du dich entscheiden. Wo stehst du lieber, auf der Bühne vor der Kamera? Beides. Teddy oder Tedros? Teddy. Spaghetti oder Spätzle? Spaghetti. Michael Jackson oder Robbie Williams? Michael Jackson. Echt wahr? Der aber 110%. Angela Merkel oder Angelo Merte? Angelo Marte. Marte. Merkel oder Schröder? Von wem fühltest du dich besser regiert? Politik, ich möchte immer ganz viel lernen, und wenn ich jetzt Zeit habe, möchte, aber ich bin nicht wirklich fit, was Politik betrifft. Aber Schröder war für mich ein Star.
Der war total der Medienkanzler. Der hat ja total, also für mich war das ein Entertainment. Den konntest du eigentlich in die Staaten packen, so wie die Politiker dort. Das fand er auch. Ja, aber also das ist ein bisschen. Ich finde, also ich mag Angela Merkel, obwohl ich nicht weiß, was sie wirklich macht. Aber sie hat eine. Ich mag sie. Ich weiß nicht warum. Man kennt einfach, es gibt so Menschen, die mag man. Alles klar. Ich weiß aber nicht genau, was sie. Ich check das mal ab und dann können wir vielleicht beim nächsten Interview kann ich dir ganz genau sagen. Alles klar. Integrationstest bestanden. Okay. Das war schon wieder mit dem Deutsch. Vielen Dank an Teddy. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben gesprochen über Pointenprominenz und den Prenzlauer Berg. Nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin schauen Sie vielleicht nochmal in unser Gästearchiv im Internet. Tschüss.